Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Paddy on Tour, wieder in der Natur mit Paddy on Tour, ihr wisst Bescheid. Lange kam wieder, ja, kein Natur- bzw. Paddy on Tour Video und ich dachte mir, heute ist ein gelegener Tag bzw. ein passender Tag dafür und ich dachte mir, ich nehme euch mit, ja, in den Stadtwald. Und zwar in dem Stadtwald habe ich damals auch rumgehangen bzw. mit meiner Mutter, mit meinem Bruder. Und auch mit anderen kleinen Freunden aus der Kindheit. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das hier ist quasi da vorne, da sind so gesehen, ja, wie nennt man das? Das ist so eine Art Wasserspielplatz gewesen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so wirklich der Fall ist. Wir werden uns das jetzt gleich mal ein bisschen angucken. Ich bin da einfach mal dran vorbeigegangen. Und ich dachte mir so, wir werden das Ganze mal genauer analysieren. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Und ja, was noch hier ansteht, und zwar, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, und zwar da oben, da geht es nämlich hoch. Und den nennt man den Müllberg, beziehungsweise auch den Monte Clamotte. Es war irgendwie so, dass 65% aus Reit und Gladbach, zusammengefasst München-Gladbach, zerbombt worden ist. Und der ganze Schutt, der ganze Müll, der wurde dann quasi hier mit Dünger gestapelt. Und deswegen sind hier auch Bäume und alles. Da gehen wir gleich auch mal hoch. Ich hoffe, wir kriegen das alles in einem Video rein. Ich weiß nicht, wie lange wir brauchen werden. Es geht eigentlich von der Zeit her. Und dann werde ich auch ein passendes Video dazu noch danach drehen, beziehungsweise dann ein Review-Video. Ich hoffe, ihr freut euch. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. So, ich muss natürlich erstmal gucken, ne, wie ich am besten die Kamera halte, weil ihr seht ja, das Lichtverhältnis ist jetzt gerade nicht das Beste. Ich bin mir auch nicht sicher, aber ich glaube, ihr könnt das sehen. Moment, da. Das Volleyballnetz. Ich glaube, das gab es damals nicht. Die haben hier auch jede Menge weggemacht, was ich sehr, sehr schade finde. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ja, damals hatten sie hier so viel Holz, also wo man klettern konnte und so. Und da waren dann auch so, ja, jetzt nicht so wie bei Super Mario, aber so Röhren halt, ne? Und da könnte man dann reingehen als Kind und alles. Ich denke mir mal, heutzutage hat man das weggemacht, weil es einfach von der Kriminalität und den ganzen Drogenjunkies und so, das ist ja wirklich, ne, momentan ein bisschen krasser geworden, sagen wir es mal so. Ich hoffe, ihr könnt mich halbwegs sehen. Ich kann das ja mal so machen. Ich denke, so kann man das vielleicht sehen. Boah, ist das hell. Ich denke mir mal, ihr könnt dann einiges sehen. Ach ja. Ja, und da hinten, ich weiß nicht, Moment. Ich muss selber mal gucken. Boah, ich glaube, ich sehe den gerade so nicht auf der Kamera. Ich glaube, vielleicht deswegen. Moment. Zum Beispiel das hier alles, ne? Mit dem Sand und so. Da war damals quasi auch Sand, aber da war dann quasi so eine riesengroße Brücke und sowas. Und da vorne, da ist so ein Pilz. Seht ihr den? Dort kam dann immer so eine Wasserdusche raus. Und hier hinter mir, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, da auf der Wiese, die so hoch geht zum Monte Clamotte, müsst ihr euch so vorstellen, dass, ja, da hat man sich quasi gesonnt. Also quasi die Eltern oder so. Und die Kinder waren dann da überall am Spielen. Zum Beispiel auch hier, da waren auch so Röhren. Überall, die gingen sogar so quasi in diesen Hügel rein. Man konnte dann nach oben wieder raus. Das war schon ganz schön cool, aber leider Gottes, ja, ist das leider weg. Ja, deswegen müssen wir einfach mal gucken, wie wir das Ganze hier machen. Ihr seht ja auch, es gibt hier jede Menge Spielplatz. Ich kann das alles gar nicht so gut einfangen. Ich versuche es zumindest. Zum Beispiel, ich kann ja mal da hinten hingehen. Moment, es ist heute sehr, sehr windig. Ich hoffe, es ist okay. Ich muss auch sagen, der Stadtwald ist eher so dafür da, dass die ganzen Assis hier chillen. Also es sind eigentlich eher nicht mehr so die, sagen wir mal, freundlichen Menschen hier.
Ja, hier haben wir auch Tischtennisplatten. Ich kann euch jetzt nochmal alles aus der Perspektive zeigen. Moment. Ja, ich weiß, Tischtennisplatten. Hier könnte ich eigentlich dieses Review-Video machen, aber das tue ich nicht. Ich denke, das kann man eigentlich konnte man ganz gut sehen, denke ich, oder? Auch wenn die Sonne jetzt so ein bisschen krass scheint. Aber ihr müsst euch das wirklich vorstellen. Hier war wirklich damals extrem viel los. Und hier war auch wirklich viel mehr. Leider Gottes ist das alles weg. Zum Beispiel hier vorne, da war dann, hier überall war dann Wasser. Überall war dann Wasser quasi. Und ja, wie soll ich sagen? Da habe ich mich dann quasi damals, wo ich was kleiner war, habe ich mich mal einmal verletzt. Wie das so ist, wenn man Kind ist, ne? Ist man unvorsichtig, ist man ausgerutscht und hat man sich dann quasi das Knie aufgescheuert. Ja, aber Holland in Not. Kann man sich vielleicht so vorstellen oder auch nicht. Ich würde aber sagen, wir gehen nicht den ursprünglichen Weg. Ich gehe eher den für Profis, da hochzugehen. Heutzutage hängen ja auch eher Leute ab. Oh, die Kameraperspektive bzw. das Lichtverhältnis ist heute richtig scheiße. Auf jeden Fall erstmal sorry dafür. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen Weg. Und es gibt hier einen Weg. Aber wir gehen einen ganz anderen Weg. So, aber wir können uns mal den Stadtpark noch ein bisschen, also Stadtwald, ein wenig anders anschauen. Ihr müsst euch wirklich vorstellen, im Sommer ist hier alles brechend voll. Dann grillen alle. Damals war das nicht so heftig. Das hat sich so, ja, ergeben. Und, ja, sagen wir es mal so. Man fühlt sich dann schon manchmal, als wäre man im Ausland. Mehr möchte ich dazu halt nicht sagen. Ist auch nicht unbedingt was Schlimmes, sollen sie machen, wie sie machen wollen. Dafür gibt es ja aber den bestimmten, ja, Monte Clamotte. Und was mich wirklich sehr, sehr verwundert, dort geht eigentlich keiner jemand, also so wirklich hoch. Ich weiß auch nicht warum. Ich fand das immer ganz cool hier. Hier gab es dann auch immer so einen Langnese-Eiswagen oder so. Da habe ich mir dann immer diese, entweder Edmund Schleck habe ich mir geholt. Oder kennt ihr diese kleinen Mini-Fische, so die man so in den Mund direkt mit einem Haps essen konnte, die dann quasi so eine Eisform, also es war eine Eisform wie ein Fisch halt, ne? Also so Mini-Fische. Das fand ich mega cool. Ja, und hier könnt ihr jetzt mal sehen, und zwar hier, da grillen sie dann alle. Da kann man dann quasi auch, je nachdem, entweder sind sie so freundlich und die geben dir irgendwie was ab, so habe ich das, glaube ich, mitbekommen. Oder du kannst da selber was kaufen, dann haben sie dann hier ihre Stände so quasi. Ja, ich muss sagen, der Park wird aber zum größten Teil ziemlich sauber gehalten. Also das kann man nicht anders sagen, ohne Scheiß. Da muss ich wirklich sagen, da war es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, damals vielleicht sogar was schlimmer. Ja, und hier oben, das hier alles ist der Monte Clamotte. Und da werden wir jetzt gleich hochgehen. Ich hoffe, ihr werdet mich begleiten auf dieser Reise. Denn ich muss sagen, ihr müsst euch das alles erstmal vorstellen. Ihr müsst euch auf jeden Fall das Review-Video danach reinziehen. Es geht sich nämlich um das Spiel, ja, ich werde spoilern, Celeste. Celeste, das Indie-Spiel. Und ja, man könnte sagen, es hat schon seinen Grund, warum ich es dort oben aufnehmen werde. Aber dazu kommen wir später. Ich werde auch nicht spoilern, beziehungsweise im Review-Video werde ich erstmal normal über das Spiel reden und so. Wir gehen mal kurz hier. Ich möchte euch das zeigen. Im Review-Video werde ich dann quasi einen Teil spoilerfrei machen und am Ende, für die, die da bleiben wollen und das schon vielleicht kennen oder sich spoilern lassen wollen, die können dann, wenn die Bock haben, sich das dann reinziehen. So habe ich das jetzt geplant. Müsste eigentlich alles hinhauen. Ich finde es auch sehr herbstlich, man merkt das auch. Man merkt auch, mir geht es auch was besser, beziehungsweise ich bin schon was fitter nach der OP.
und es tut einfach gut. So, und jetzt, hier ist der Monte Clamotte. Ich finde diesen Weg bzw. diesen Pfad viel geiler, oder? Seid mal ehrlich. Da wollen wir hoch. Dann kommt mal mit. Ich werde wahrscheinlich wieder von Spinnennetzen attackiert werden, weil so weit Speis gehen selten Leute hier hoch. Vielleicht finden wir auch welche, die sich gerade ein Bier gönnen oder so. Ich denke aber, erst um eine gewisse Uhrzeit wird das passieren, wenn keiner sich traut. Man sieht auch, ich kann euch das mal kurz zeigen, hier sind so Holztreppen. Und ja, die sind schon sehr heruntergekommen. Moment. So die Kameraperspektive besser, beziehungsweise vom Lichtverhältnis? Ja, ne? Gerade schon. Und ich fand das immer sehr aufregend als kleiner Junge, hier hochzuklettern. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Oh Gott, das Lichtverhältnis ist gerade übertrieben scheiße. So, ich versuche es irgendwie so zu halten. Und, oh, hier ist sogar ein Baum umgekippt. Seht ihr das? Da. Ein ganzer Baum. Moment, ich muss die Kameraperspektive so ein bisschen schwenken. Okay. Ja, also für die Skater da draußen, ne? Hier könnt ihr dann ein bisschen euren Spaß haben und dann müsst ihr nur noch abbremsen lernen. Oh Gott. Ja, aber das macht diesen Weg irgendwie so besonders. Ich finde das auch cool, dass sie das sich so überlegt haben und was daraus geworden ist. Ich finde das mega geil. Ich glaube, das war sogar, Moment, sorry, 1950, wenn ich mich nicht recht, also wenn ich mich jetzt nicht vertan habe. Und ihr seht jetzt, hier gibt es zum Beispiel auch wieder so einen anderen Weg. Von dort aus kann man auch irgendwie kommen. Hier geht es natürlich weiter hoch, da gehen wir jetzt gleich hoch. Ich muss natürlich auch wieder so ein Thumbnail irgendwie, ne? Ich denke, das sollte es eigentlich ganz gut treffen. So, und da, da kann man auch entlang gehen. Es gibt verschiedene Wege, ich finde das ganz cool. Und ich mag das irgendwie, das ist wie so, kennt ihr das Spiel Alan Wake? Ich fühle mich extrem, wenn ich hier in der Nähe bin, wie Alan Wake. Vor allem so, wenn ich so kaputte Schilder sehe und so. Es hat irgendwie so, ja, so ein Feeling, so nach dem Motto, hier kommt nicht jeder hin. Oder es wird sich halt nicht unbedingt darum gekümmert, aber das muss man nicht, weil, ja, das ist ja das Besondere daran. Alter, diese Kameraperspektive, ne? Jetzt ist sie wieder besser, okay. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommis schreiben, wenn ihr Lust habt, ob ihr vielleicht sowas auch mal erlebt habt oder beziehungsweise ob ihr auch so eine Art, ich weiß ja nicht, ob es bei euch vielleicht auch sowas wie ein Müllberg gibt oder so. Ich habe mich da jetzt nicht schlau gemacht, ob es häufiger solche Fälle gab. Weil nicht nur hier ist ja quasi was zerbombt worden, ne? Ich weiß nicht, kann ich euch die Kameraperspektive so verdeutlichen, dass man so ein bisschen sieht, wie hoch ich bin? Ja doch, ungefähr, ne? Jetzt ist das Lichtverhältnis schon ein bisschen besser. Aber ich glaube, weil ich das ein bisschen weiter weghalte, kann das sein. Und guckt euch das an, ist das nicht schön? Aber ich mag das total, ne? Ohne Scheiß, daran kann ich mich stundenlang erfreuen. Nicht nur immer Videospiele, Leute. Muss nicht immer sein. So. Ach ja. Ich habe das damals gar nicht realisiert, als meine Mutter mir erzählte. Ja, das ist der Müllberg und so und so. Und ich denke mir so, hä, der sieht doch gar nicht aus wie Müll. Ich glaube, so habe ich dann auch die Frage gestellt, wo ich ganz klein war. Hier zum Beispiel, wie ihr sehen könnt, ist auch was kaputt. So eine Art Absperrung. Ja, man merkt schon, ich bin das nicht mehr so gewohnt. Aufgrund der ganzen Tage, wo ich jetzt im Bett liegen musste, zum größten Teil, um mich zu regenerieren. Ja, hier ist auch ein Absperrband. Geheimnisvoll. Also bis jetzt hatte ich Glück mit den Spinnennetzen. Und hier, Moment, könnt ihr es lesen? Der Weg wird nicht
Was? Wird nicht gestreut, genau. Betreten auf eigene Gefahr. So, guck mal. Hier gibt es jetzt auch wieder verschiedene Wege. Zum Beispiel, hier ist das Absperrband. Ihr seht es? Weil da kann man halt runterfallen, ne? Und ich finde das mega cool. So, man kann halt den Weg gehen. Fahrradfahrer fahren den meistens, glaube ich, um so ein bisschen den Kick zu bekommen, weil man sieht hier so Spuren. Könnt ihr sie sehen? Man sieht halt so ein bisschen die Spuren, ne? Ja, ich würde aber sagen, wir gehen jetzt hier die goldene Mitte hoch. Ja, die Kamera. Ja, doch. Moment. Ich glaube, wenn ich es so halte, ist es ganz okay, ne? Ist auch mal ein ganz anderer Blickwinkel für euch. Aber Moment. Ja, damit ihr auch wirklich den Sound habt, beziehungsweise meine Stimme wirklich hören könnt. Boah. Aber mega cool. Es freut mich, dass das Wetter so geblieben ist. Hätte es geregnet, hätte ich, glaube ich... Ja, okay, ich hätte es trotzdem gemacht. So wie in dem einen Video, ihr wisst noch. Guck mal, hier habt ihr zum Beispiel jede Menge Platz. Oh, guck mal, da sind voll die Pilze. Guck mal, Moment. Könnt ihr das sehen? Voll die mächtigen Riesenpilze. Und hier kann man auch, glaube ich, mit dem Auto entlang fahren. Weil, ihr seht es ja, ich finde es auch ganz cool, dass es so hoch geht. Oder hier, der Weg. Ja, ich finde das ganz nett. Oh, ich habe hier ein Insekt. Insekt, weg mit dir. Ja, und hier steht auch nochmal, wird nicht gestreut, überall. Oh, ist das sehr dick? Es will nicht weg, Leute. So, jetzt ist es weg. Die Kamera hat kurz gespackt. Ich hoffe, der Ton wird jetzt noch synchron aufgenommen. Sonst haben wir ein Problem. Weil ihr kennt das ja, ne? So. Ja, hier gibt es auch, ich glaube, Beeren. Ich glaube sogar Brombeeren. Aber die sind jetzt gerade weg. Das sieht man halt noch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ich das euch ein bisschen zeigen kann. Ich glaube schon. Ach ja. Ich bin, glaube ich, vor knapp 2 Jahren bin ich noch mal hier gewesen. Mit meiner Mutter. Weil wir gucken wollten, wie sich das verändert hat. Und weil wir das lange halt nicht mehr getan haben, hier hochzugehen und uns das dann anzuschauen. So, und wir sind jetzt so gut wie da. Seht ihr das? Die Sonne. Der Weg. Einfach nur cool, oder? Ich glaube, hier war ein Spinnennetz. Ich habe dagegen angekämpft, Leute. Tatsache, hier ist keiner oben. Wie ich es mir gedacht habe. Oh, guckt euch das an. Oh, oh, die haben hier ein bisschen weggeschnitten. Ich zeige euch das gleich. Dann habt ihr diese epische Aussicht. Und zwar dort. Seht ihr sie? Diese Aussicht. Dort. Hier haben wir auch so die Bänke. Kann man sich hinsetzen. Da setzen sich wahrscheinlich die Junkies oder die Besowskis hin. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube... Lass mich nicht lügen, ich meine, hier war sogar mal so eine Art kleines Fußballfeld. Ich bin mir echt nicht sicher, aber das sieht echt danach aus. Dass hier alles quasi, dass hier was war. Aber ich weiß es allerdings nicht mehr, ne? Nicht, dass er jetzt mehr, also meckert oder beziehungsweise denkt, oh mein Gott, der gute Miss Aura Jump, er weiß nicht mehr. Ach ja, aber da kann man auch nochmal runter gucken. Ich hoffe, man konnte das alles einigermaßen sehen. Und ja, das ist der Monte Clamotte, aka Müllberg, der Stadtwald. Und hier wird auch ab und zu gegrillt, dabei darf man das, glaube ich, an dieser Stelle nicht. Ihr seht ja, hier ist überall so Kohle, bzw. Asche davon. Ach ja, gut,
Ich hoffe, ihr werdet euch das Review-Video gleich reinziehen, hier nach diesem Video, wenn es dann schon auch hochgeladen ist. Denn es geht um das Spiel Celeste und diejenigen, die das wahrscheinlich schon kennen und jetzt schmunzeln, wissen Bescheid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Also dann haut rein und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Pedi on Tour, wieder in der Natur. Ihr wisst Bescheid, haut rein.